It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen CSGO Video Matchmaking auf Kurbelstein mit dieser Pflanze. Was ist das für eine Pflanze jetzt in Wirklichkeit? Alter, warum raucht die? Hat die gerade geracht oder was ist das? Hanf? Hallo Team. Hallo. Professor Dr. Salz. Let's go away. Orbi? Okay, so, die sind schon mal cool drauf, gefällt mir. Der ist oben. Fuck. Zwei, two drop. At least two drop. Nice. Another one drop. Another one drop! Fast! He's down. Let's go B fast, guys. Stone. He's down. No! Die Bombe kam nicht durch, ich fass es nicht. Nein. Ey, ich hab echt einen ganz granatenmäßigen Start hingelegt. Aber Eigenlob stinkt, also ich war echt... Oh, kacke. Ich glaube, die Traube war nicht ganz am Start auf Long. Also ich glaube, die sind einzeln. Dann halt verstorben. Also wir müssen auf jeden Fall together gehen, sonst wird das wieder nichts. Hab ich ihn gehittet? Ich weiß es nicht. Still left side. Right side now. Another one. Two on B long. Yeah, close. Na, shit. Ich habe hier mal wieder eine Frage für euch, und zwar, wie spielt ihr eigentlich CSGO meistens? Also Solo Queue oder mit Kollegen? Egal, ob es jetzt einer ist oder halt bis zu vier Leuten. Solo oder nicht Solo? Diesbezüglich gibt es natürlich auch wieder einen Skin zu gewinnen. Also unter allen denen, die mitgemacht haben, wird einer gezogen oder wird einer dabei sein, der dann einen Skin Arena geschenkt bekommt. Wir schauen mal, was so geht. Komm, jetzt können wir erstmal kaufen und dann sieht die Geschichte doch schon ganz anders aus. Purple läuft wieder auf B. Dann molle ich immer. Oh. Und schon sterben alle. Oh. Habt ihr bei ihm dieses Timing gesehen? Also jetzt nicht gerade meins. Meins war echt optimal, weil der Kollege gerade am Nachladen war, also der Gegner. Aber unser Mate will gerade weglaufen und dann kommt der Feind. Wahrscheinlich kommen sie jetzt gleich Drop und sonst wo. So genudelt, so genudelt, schwäbische Halle. Oh mein Gott. Von zwei Seiten angeschossen zu werden, ist halt nicht schön. Jungs, let's go be all together. Vor allem auch dann schnell und wirklich geballt und nicht nacheinander. Der eine stirbt, der nächste stirbt. Wenn die AWP jedes Mal, wie heißt es, repetieren kann, dann ist das einfach Quatsche-Pampe. Die sind echt gut, die machen schöne Smokes. Die machen an sich echt eine schöne Action. Oh mein Gott. Sind halt leider auch bei City. Wir haben die letzten paar Male immer das Pech, dass wir grundsätzlich auch in den Streams bei T starten, wo es zumindest meiner Meinung nach schwieriger ist. Bei City kannst du halt einfach warten und die Leute abklatschen. Bei T musst du halt immer ran. Aber eben technisch fühlen die sich auf jeden Fall machbar an, die Jungs. Deswegen wird das noch, ja. Runde 4, ist auch gar nichts gesagt. So, kümmere ich Molly erstmal da hoch, dass mich der Pisser nicht von hinten. Sehr gut, der Molly selbst, okay. One down on B. Nice, let's go, yeah. Are you sure? Just one kill on B. Jungs, guck mal, wir sind wieder so wahnsinnig verteilt. Ey, looks good, ey, looks good. Ja, komm, alter Verwalter, ey, so eine Scheiße. Wir sind wieder einzeln, wir verrecken einzeln, weil wir kommen nicht zusammen drauf. Okay, nice. Na also, es geht doch, Männer, wenn man sich ein bisschen fokussiert. Ich versuche nochmal den Longspieler zu klatschen, muss aber jedes Mal den Dropspieler ausbremsen, sonst werde ich geschniedelt. Seit es diese neue behinderte Map-Umstellung gibt, beziehungsweise dieses Map-Update gibt, kann man halt richtig eklig werden und eben ganz dreckig von hinten kommen. Und das ist Hass. Das ist purer Hass. Das ist wirklich Max-Hass. Einer ist close. Doch, ah, das war mein Mate. Ah, okay. Oh, wo war Grün schon wieder irgendwo? Was macht der denn? Was macht der denn jetzt auf A? Komm schon, hopp. Wir haben extra B angesagt und er läuft auf A. Einfach grundlos. Wir haben noch nicht mal einen Plant oder sowas. Also wir sind noch nicht mal safe. Aber gut, wir haben schon mal eine Runde. Ich meine, dann muss es halt dann 14-16 werden oder sowas später bei City. Ja, long and mid. Fast. Wir müssen die Bombe unbedingt auf A kriegen, ganz schnell. Sonst sind die direkt wieder am Start. Ja, da ist schon einer. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Ich meine, sie werden jetzt, denke ich, damit rechnen, dass er von hinten kommt, oder? Einer kommt sogar schon hinter ihm hergelaufen, meine ich, eben gehört zu haben. Da wird man ihn auf jeden Fall erwarten. Ja! Naja gut, komm, kaufen wir ein und schauen, was die nächste Runde bringt. Molly mal da vorne. Wow, oh, shit. Der hat wirklich höchst krass... Ah, nein! Meine Herren, Alter, die Granaten. Die Granaten-Action von denen ist echt... Nein, nochmal! Ich hab drei Granaten gefressen. Hier ist Little Room now. Mist, Digga, Mist, Window. Immer wenn wir irgendwo ein Entry haben, sind wir uns voll uneinig, wohin wir da gehen sollen. Dabei, ja, würde ich einfach rangehen an den Speck. Ich denke, er geht drop, ich würde da direkt mitgehen. Nice, let's go B. Fast. Ah, oh, one is connected. Ein paar weitere Runden wären wirklich angenehm, meine Herren. Wir müssen... Nice, let's go B. One is on Speedway. We need help on B, guys. Bitte, Jungs! Nice. Could you stay on B long, please? Purple. Alter. Purple! B long is open.
Alter, Permit of Fish, das Gesicht. Jetzt ist grün da, ich hasse es. Ich frage ihn, ob er bitte auf B lang stehen kann. Wisst ihr, weil man wird genau dann geholt. So, und wieder zurück. Und Verstecker lässt, oh, Verstecker lässt. Whoop. Der mit der Autosniper hat es eben gemacht. Das war sehr, sehr gut, dass dann der Entry auf B war. Aber man sollte doch wirklich erwarten, dass auf LE, Lem, LE bin ich gerade, dass wenn da die Bombe schon alleine auf den Spot geht und der fast frei ist, weil ein Kill gemacht wurde, dass da die Leute nachkommen. So gewinnt man das Spiel, wenn man schön die Bombe legt. Ist unverständlich für mich, dass dann zwei sich entscheiden, wir gehen woanders hin. Und ein dritter sagt sich, und ich, haha, komm nur langsam nach. Oder so. Es wirkt einfach voll dumm. Ich muss kurz die Katze reinlassen, die schreit. Ach, das Schlimme ist, die Katze hasst es, wenn die Tür zu ist. Sie mag keine zuenden Türen. Sie will jetzt mich einfach nur abfacken. Guck mal, wie sie rumläuft. Was ist los, hä? Brrr. Was ist los, mein dickes Kätzchen? Komm, geh mal da hin und mach halt irgendwas. Aber bitte stör mich nicht. Sie tut jetzt so, als wenn sie komplett ausgehungert wäre, was Schmusen angeht. Aber nein. Ja, geh mit deinem Arsch an das Mikrofon. Dankeschön. Damit es gut riecht, nicht wahr? Alter, what the fuck? Da ist jemand, der mich kennt. What? Komm schon, Kätzchen, bitte jetzt nicht auf die Tastatur legen. Nein. Mir ist still clear. Alter, was ist jetzt los? Soll mal in Snapchat gucken. Ihr wisst schon, wie das Video heißen wird. Fan getroffen. Bam. Offizielles Fan-Treffen. Bodenbaron. Bam. Gut, gehen wir halt long. Scheinbar haben wir jetzt so ein bisschen Drive. Nein, down window. Oh, was? Fuck. Alter, hat der einen Luck? Wir waren zufällig hintereinander gestanden und er holt uns. Du Kackboy! Guck mal, wo es liegt. Was macht's denn wieder? Kitzel, was machst du? Ich muss hier mich zumindest ein bisschen bewegen können, okay? So ist gut, so ist gut. Ich lasse mal eine Runde auf der Katze, wie sie guckt. Ich bin eine Königin. Na gut, dann müssen wir jetzt halt dran, ne? Wenn da jetzt ein Zuschauer mit am Schlüssel ist, nice. Muss man sich besonders hart anstrengen, das weiß jeder. Achtung, Decoy. One long. More long, just one or... A looks good. Can you cover me, please? Plant on A, guys. Bomb is on A, fast, fast, fast. Ja, haben sie im Griff, haben sie im Griff, nice. B looks good, guys. Okay, I'm going long. Another one, nice. 9-6, geht vollkommen klar, oder? Geht vollkommen klar. Ich habe jetzt zwar zum Ende hin etwas nachgelassen mit meiner Performance, aber was soll der Geiz? I go B. Finde ich aber wirklich sehr, sehr cool, dass, dass er jemand ist, der mich kennt, nice. Oh, sehr gut, wir haben einen Drop-Spieler mit Purple, das ist schon mal optimal. Dann gehe ich einfach auf Speedway wieder, der andere will nämlich auf Long. Das heißt, ich decke dann von hier. One drop. Two, they're coming. Fuck, you doing, Leider. Krasse Durchführung. Ähnlich wie bei uns erste Runde, nur weil das letzte One-on-One dann nicht erfolgreich. Kätzchen, nicht. Wisst ihr, manchmal rutscht sie entweder zur Tastatur hin, so auf die Tastatur drauf, oder sie geht zum Mauspad und dann kann ich, das ist dann kacke. Dann ramme ich sie immer beim Aim. Oder er ist hochgegangen schon, der ist durch. Long is clear, I'm coming, A. Incoming, I'm coming from mid. Incoming, just wait for me. Nice. Alter, Salz hat beide gelegt, sehr schön. Richtig pretty. So, und jetzt gucken wir, dass wir natürlich B wieder halten. Also vor allem Drop war ja vorhin eklig. Ich weiß es noch nicht, ob ich hochmollien soll. Weil Purple nämlich, glaube ich, wieder direkt hoch möchte. Was hat er denn für eine Waffe? Ja, eine Pump, er will direkt wieder hin. Dann werde ich einfach nur nachmollien, falls er stirbt. Okay, Kätzchen, bitte jetzt nicht rumlaufen. Jetzt läuft sie rum, sie hört die andere Katze. Muss sofort gucken, was da abgeht. What is in front of Drop? Belong one. I'm rotating from Drop to Belong. Belong is coming. Wow! Too much, fuck! One is low. Scheiße! Wenn ich 2 Sekunden früher da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich alle gepimmelt. Wisst ihr, alle 4 Flaschen. Aber so scheiß die Wand, die waren da schon durch. Mal gucken, wer ist noch low? Chaos. One is still low. Komm. Nice. Locky, Flocky, Alter. Nice round. So, Purple hat jetzt eine M4, das heißt, er wird wahrscheinlich unten stehen bleiben. Somit gehe ich vielleicht mit auf Belong dann, je nachdem, wie es läuft. Oh, 4B? Ist ja auch nicht schlecht. Also man kann A ganz gut auf Retake spielen, auch mit der neuen Gestaltung der Map. Geht das sehr gut. Geht er echt wieder hoch, der Kollege? Ist doch nicht wahr. Oh, der hat da voll genascht! I'm flash and drop. I'm still in front of drop. Lass mal das drop. Here. Er ist gerade weggeschoben, Alter, Timing! Passendes Warten. Ich habe gerade voll mit Beryl drüber gesprochen. Ist ab und an wirklich ein Segen. Okay. Rotating to A. I'm going down to mid. Und ist still mid. Wow, he's mid. Das war wiederum von ihm schön gewartet und von mir. Die haben gespielt, ne? Oh, scheiße. Jetzt macht langsam. Jungs, wartet mal. 3 gegen 3. Fuck. Mist. Leichtsinnig. Verblödet und leichtsinnig habe ich da gehandelt. He's there. Bomb is on B. Alter, nice. Das ist jetzt das zweite Mal, dass er das Glück hat, dass 2 Gegner hintereinander stehen.
Also in einer Reihe. Und natürlich auch, dass er den Skill hat, die Chance zu nutzen. Ein guter, das ist ein guter doch. Spannendes Spiel, mal schauen, ob wir das gedreht bekommen. Es wäre sehr schön, denn ich bräuchte oder hätte gerne noch einen Win hier für den LE zur Festigung des Ranks. Der Kollege ist wieder oben. Also mit dann. Nice. So, jetzt habe ich schön nachgeschoben. Jetzt versuche ich einen... Nee, mache ich nicht. Nee, ich hätte jetzt schon wieder versucht, hier rumzupimmeln, weißt du? Und dann kommen sie mit der runtergelassenen Hose. Also während meine Hose auf dem Boden ist, kommen sie dann. Ich denke, dass sie Mitte kommen. Darum diese kleine Granate. Gut, dann gehe ich hin. Gehe ich über hier hin, ne? Komm. Ich treffe im Moment zwar nicht auf Feinde, aber solange die Kommunikation passt und wir die Runden holen, ist mir das gerade mal egal. Weil ich muss echt sagen, verschieben ist jetzt bei City deutlich besser als bei T. Wenn irgendwo ein Löchlein ist, wird direkt hin verschoben und passend gestanden. Das ist schön. Jetzt gehe ich halt mal hoch und gucke, ob ich auch was hinbekomme. Oh, alter Falter, der mich erschreckt. Da ist der Vorsprung dahin. To drop. One is on drop. A flash. He's dropped down. Wow! Ich hab 5 HP left. Ich spring rein, geduckt und will den oben killen, dann steht der andere vor mir. Scheiße. Er hat 5 HP. 5 HP hat er noch. Bitte, Kollege, komm. Das ist unser stärkster Spieler im Moment. Ich hoffe, er macht jetzt keinen Scheiß. Komm schon, bitte, hör auf. So, 5 HP letzter. Na also! Ich bin leider voll. Nice. Alter, wie Salz abgegangen ist. Malit. Mein Flash, dann voll Flash. Krass, ey, ich krieg keinen einzigen Kill mehr hin. Noch 3 Ründelchen, mit Deckel doof gemacht. Drop. He's tagged. Ich hab so ein Pech, das gibt's gar nicht, ne? Ich guck, er ist nicht da, ich geh zurück, dann stammt er runter und ich bin tot. Was ist, dann geht schon lang kein so großes Pech mehr gehabt wie heute. Guck mal, bei den Kollegen rennt. Er steppt und trifft ihm trotzdem in die Fresse. Sehr schön. So muss es sein. Wenn der zufällige Spread beim Laufen einfach trotzdem reingeht. Ich geh jetzt wieder mit dir mit, komm. Oder? Nee, geh ich nicht, er bekommt so viele Nades ab. Ich geh mal zu long. Oh, shit. Ja, und ist der Drop. Down. Na also, jetzt kommen die Luckshots, Alter. Schön beim Laufen in den Kopf gesprayt, Alter. Genau so und nicht anders. Guck mal, er steht direkt da. Scheiße. Guck dir das an! Das ist bei den Kollegen so. Er kann einfach da stehen, wird nicht gesehen. Das jahrzehntelange Spielen in Counter-Strike zeigt einem, dass es immer wieder Personen gibt, bei denen sich das Luck und das Unluck einfach anstaut. Und dann ist es halt einfach so. Solange du auf der Seite des Teams bist, wo sich das Luck besonders anstaut, ist es... Mit 2, 3... They're coming. Ja, ist alles in Ordnung. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann schalte. Dann ist es genau so. Dann ist es genau so. Gibt's das? Der Kollege stand vor mir, der muss unter meinem Kollegen durchgelaufen sein. Scheiße. So, jetzt hauen wir noch einmal rein, dann ist gut, ne? Die Katze schmeißt gleich den Queenskin um, Alter. Von Long Be Long. Is he coming? Stairs. One is stairs. Maybe drop one. B, pump down. It's 1A. Die Ranks waren jetzt doch ganz durchmischt eigentlich. Guck mal da, was gab's da noch? Kistchen, so schön. Wieder ein geiles Spiel. Ich freue mich, dass der LE jetzt noch ein bisschen gesättigt oder gefestigt wurde. Gefestigt passt besser. Im Wingman habe ich leider den Global verloren. Der muss natürlich auch wieder ran, das ist klar. Vielen Dank für eure Aktivität. Vielen Dank für die Daumen. Ach ja, und willkommen an alle neuen Abonnenten. Hallöchen, Popöchen. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.